Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das beenden wir mal schnell. So, das war ein Chat auf meine Schnellstartpunkt-Taste. Habe ich jetzt hier ja, automatisch den Chat geöffnet. Hatte ich eigentlich wegen anderen Spielen jetzt geändert, weil ich sonst immer die F1-Taste drücke. Und naja, egal. Chat sollte uns ja nicht stören. So, Gaines Mühle oder Gaines Mill. Wenn ich es richtig ausspreche. Und ihr werdet, ihr seht ja schon richtig. Alter Schwede. Frontalangriff habe ich nur 15 Brigaden von General Heinrich. Die zweite Division hatten wir ja erst gegründet. Und da habe ich jetzt einfach noch Infanterie eingekauft. Und ja, wir kommen da nur auf 9 Brigaden. Egal, wo ich sie hinpacke. Ich schaff's nicht auf einer, also wir haben keine 30 Brigaden oder 55 bräuchten wir jetzt hier. Mann, muss ich schlecht gespielt haben, dass ich jetzt keine 55 Brigaden spiele oder habe. Ja, gucken wir mal, was wird, ne? General der Invasionsarmee hat nicht mit unseren aggressiven Manöver gerechnet. Anstatt unsere Streitkräfte zur Verteidigung zu nutzen, haben wir sie zusammengezogen, um die rechte Flanke der Unionsarmee anzugreifen. Überwältigt von unserer taktischen Überlegenheit begannen die Streitkräfte der rechten Flanke der Union sich nach Süden zurückzuziehen. Nach einigen Meilen Marsch bereitete General Porter eine starke Verteidigungslinie entlang des Boatswain Swamp vor, um unseren Vorstoß aufzuhalten. Wir dürfen diese Schlacht nicht verlieren, sonst wird die Union die Oberhand gewinnen, die Tore von Richmond erreichen. Ja. Ich hoffe, das ist so eine Möglichkeit, die man kann, aber ich glaube, wir kriegen dermaßen eine auf die Hose. Die Unionsstreitkräfte. Die McLeans rechte Flanke ausmachten, haben sich über Gaines Mill zurückgezogen. General Porter hält jetzt seine Verteidigungslinie entlang des Creek. Unser Plan, die rechte Flanke der Union zu unterdrücken und zu zerstören, aha, ist an einem sehr kritischen Punkt. Das Gros unserer Streitkräfte wird von Nordwesten erwartet. Ein Teil unserer Armee wurde befohlen, sich nach Osten zu bewegen, um die Unionisten zu flankieren. Tolle Idee. Wir müssen unsere Angriffe aus verschiedenen Richtungen koordinieren und die Verteidigung der Union durchbrechen. Dann ziehen wir weiter nach Süden und bedrohen die Hauptarmee der Union. Die Yankees werden dieses Gebiet sicherlich mit mehr Truppen aus dieser Richtung verstärken, also seien Sie vorsichtig, General. Ach. Bewegen Sie auf Angriffsposition weiter, jawohl. Bei der Farm machen wir eine. Okay. Es wäre ratsam, vorsichtig bis zu diesem Hügelkamm vorzurücken, die Straßen von feindlichen Planker freizumachen und eine Verteidigungslinie zu halten, bis der Rest unserer Verstärkung eintrifft. Oh, schön. Kriegen Verstärkung. Oh, jetzt bin ich ein bisschen glücklicher. General, greifen Sie die Unionslinien hinter Boatswain's Creek nur an, wenn die Gelegenheit günstig ist. Deren Position ist stark. Viel Glück. Jawohl. Och, wir kriegen. Ich glaube, das ist für so eine Schlacht, die ist unterteilt auch unter verschiedenen Bereichen wahrscheinlich. Ne, was, ich glaube, die Map war ein bisschen größer. Nee, doch hier. Hier ist ja dieser Creek.
Da sollen wir hin? Oder wo? Was, die Farm? Farm? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, die sind zu nah. Okay. Kavallerie. Ach komm. Ich glaube, das können wir alles so stehen lassen und. Machen wir mal auf Pause. Ziehen wir erstmal dahin. Kanönchen mit Tönchen. Auch erstmal dahin. Heinrich. So. Der hat lang. Dann hätte ich gerne noch mal Absicherung hier Pounds. Und damit alles IO ist und wir nicht aus dem Hinterhalt angegriffen werden, reiten wir mal mit dem Jackson voraus. Spulen mal einen Tuck vor. Wow, 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 wow. Da haben wir schon gesichtet. Anderson hat schon. Pound kommt gar nicht hin. Jetzt mache ich auch was Doofes. Ich schicke mal einen General vor. Das ist ganz doof. Wir haben keine Deckung mehr, aber. Wer weiß, wo die sich jetzt verkrochen haben. Nee. War da noch irgendeine andere Jägereinheit? Schade, wir sind zurück. Das ist eine Falle. Dann checken wir nochmal hier oben. Entschuldigung, musste mich mal anders hinsetzen. Linien haben sie gesichert, ist klar. Hier scheint sauber zu sein. Da wir weniger Einheiten haben. Andersrum. München. Aber Trost geht jetzt rüber. Das heißt, wir können dann Anderson auch gleich nachziehen. Mein Plan ist, wir sollen ja frontal angreifen. Ich werde diesen Punkt angreifen. Diesen hier. Und hoffen, dass wir die Verstärkung hier kriegen und hier die Linie durchbrechen. Also frontal beides schaffen wir nicht. Also schaffe ich nicht, glaube ich nicht.
gut ist auch für die, wie gesagt, das hatten wir ja auch in einer, dass wir uns hinter einem Fluss positioniert haben und alle Angreifer erstmal durch diesen Fluss und hier haben die noch Mauern oder Sandsäcke geschützt sind und da werden wir hohe Verluste fahren. Wirklich hohe Verluste. Weiter nochmal dahin, da dürfte auch nichts sein. Eigentlich was? Oh, sie haben Pound entdeckt. Jetzt ziehen wir uns zurück. Wenn wir uns hier in diesem Gebäude verschanzen. So, ich habe ja gesagt, wir greifen von hier an. Doofe Idee. Wir machen das noch anders. Habe ich alle Infanterieeinheiten? Wir machen die Linie hier. Irgendwas fehlt. Kaninchen aus dem Wald. Weiter. So, Jackson kommt so runter. Sollen sie ruhig denken, dass wir von da angreifen? Spuren bis vor. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, was ich jetzt hier mache. Wir werden gleich das Ergebnis sehen. Ah ja, hier Louis kurz, kann sich da schon hinstellen. So. Ist auf jeden Fall zu kurz. Scheiße. Nun weiter ran. Nun weiter ran. Wir machen es auch anders. Was ist denn unwichtig? Camper, 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 Nahkämpfer habe ich hinten. Ah, toll. Siegfried Lane will ich jetzt nicht. Egal, wir müssen. So, Kanönchen, macht ein Tönchen. Das sollte reichen. Kurz ist drin. Auch gerade nur so. Einfach nur Deckungsfeuer. Was anderes soll das, glaube ich, nicht werden. Wird es auch nicht werden. Und die sind auch recht kurz, Nelson. Also ihr dürft feuern. Also ihr habt Feuerfreigabe. Also ihr dürft Spaß haben. Haut raus. Aber wir sind noch nicht gesehen. Alles ist noch nicht gesehen. Die ersten drei Leute sind gefallen. Ihr müsst über den Fluss. Ach, hier sind generell 1000. Ah, hier ist irgendwo hin.
Wenn da hoffentlich nicht mehr ist. Laufen, fantastisch. Nachziehen. Nachziehen. Hä? Weiter angreifen, ja, tue ich doch. Oh oh, jetzt kommt wieder was. Weitere Truppen stürmen das Schlachtfeld. Wir warten auf unsere Streitkräfte an den Flanken, die uns etwa einer Stunde von dieser Straße aus erreichen sollten. Okay. General, es wäre ratsam, unsere Truppen als Reserven zu halten und zusammen mit der letzten Verstärkung anzugreifen. Natürlich entscheiden Sie sich vielleicht für etwas anderes. Okay. Pause, 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 Pause. Jetzt kommt nämlich dieser Punkt dazu. Meinst du die beiden Einheiten? Das ist ein Witz. Weil die Seite haben wir ja gerade freigekämpft. Nicht, dass wir jetzt von hinten, muss ich aufpassen, nicht von hinten einen draufkriegen. Banane gerade? Nee. Nee, auch nicht. Ja, ich hab's geahnt. Wir holen uns zu klein. Und zurück. Hallo Supplier, komm her. Zurück. Jackson, zurück. Aha, jetzt sehen wir auch, wie viel es ist. Es ist mir ganz schön viel. Warte. Wir sind hier gerade ohne Plan, glaube ich. Hier ist jetzt ganz viel. Also ich glaube, wir müssen diesen Punkt aufgeben oder so. Ich habe keine Ahnung. Da kommt ganz schön viel. So, und ihr beiden, ihr seid ja jetzt echt nicht der Hammer.
Können sie hier vorne unter Druck bringen, vielleicht. Aber hier muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Was macht ihr da hinten? Kommt her. So, Jackson. Vielleicht hier einfach mal zum Rückzug zwingen. Hier hinter diesem Graben. Hinter diesem Graben aufstehen. Sie laufen auch wunderbar. Wie gesagt, hinter diesem Graben aufstellen. Hier ist nämlich noch ganz viel. Und zurück, und zurück, und zurück. Lasse laufen, es reicht. So, nochmal Pause, ich muss umdenken. Hätte doch von links angreifen sollen, finde ich. Aber wir haben ja gesehen, hier ist noch Einheiten hinter und hier auch. Jetzt haben wir die hier zurückgedrängt quasi. Ob die einen Gegenangriff machen? Ich bin mir noch uneinig. So, Lane-Schützen verschiebe ich mal auf die Seite. Ja, die machen einen Gegenangriff. Wunderbar. Sollte Lane doch hier bleiben. Da kommt ja nicht wenig. Henderson hier so im Wald, da könnte er vielleicht von der Seite so ein bisschen gut schießen. Der will manche Mauern, ist eigentlich gar nicht gut. Ich hoffe, dass die hier gleich laufen, dann hole ich sie mir doch hier von der Seite. Richards und Horse kommen ja auch langsam. Nee, 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 du sollst... Ey, bleib doch mal da. Was machst du? Anderson, du bist teuer. Ich wollte dich dann im Wald haben. Du sollst nicht vorrücken. Boah, da kommt jede Menge. Schön von der Seite.
Siegfried wurde verwundet. Fuck you. Nein, bleib doch hier stehen, Junge. Stehen bleiben. So, jetzt ziehen wir nach. Meine Kavallerie bewege ich da nicht weg. Hier hinten habe ich vorhin eine rumflitzen sehen. Das soll mal Pound machen da. Kann ich da ganz gut gebrauchen. Wir sind bereit, die rechte Flanke der Union anzugreifen, nur ich nicht. So viel da hinten. Ich weiß gar nicht, wie das platt kriegen soll. Mich den nicht wegzunehmen. Dann. Hier ist auch eine Kanone. Ich könnte den eigentlich mit der Kavallerie machen. Das jetzt auch. Jackson, los! Dein Moment. Zeig mir, dass Kavallerie gut ist. Los, ich muss das beweisen. Los, ich habe nicht viel Zeit. Da kommt gleich jemand. Schnell angreifen. Das reicht. Zurück. Zurück. Zurückfallen. Das reicht. Versuchen sich zu decken. Reicht. Halt. Kämpft. Oh, hier sind noch mehr. Alter. Gibt's ja nicht. Jetzt da komplett zum Laufen.
Jackson. Nee, Jacksons. Nee, es ist, das schaffen wir nicht nochmal. Ist zu gefährlich. Ich versuche jetzt hier den Keil rauszutreiben. Ich weiß nicht, ob das klappt. Nee, ach, doof. Oh, wo kommen die denn her? Wo geht ihr denn hin? Bitte dahin. Dahin. Muss doch dann meinen Tod ausatmen. Ja, wir haben es zwar gesichert, aber ich nicht lange. Habe ich Henderson in den Tod gebracht. Ganz doof. Oh, nur ist Randa. Der läuft. Kriegen sie nicht platt, das ist scheiße. Camper läuft genau in die andere Richtung, wo Verstärkung ist für die. Schön, genau da, wo ich sie habe. Jetzt läuft die Kanone weg, weil sie da eine Wache gekriegt hat. So. Wir haben nicht alles gekriegt, ey. Scheiße. Durchbrechen sie ihre Verteidigung vor Einbruch der Nacht. Ah. Jede einzelne Einheit unserer Angriffsstreitkräfte ist jetzt auf dem Schlachtfeld. Wir müssen die Union bis zum Ende des Tages hinter den Hügelkamm nach Süden drängen. Bereiten sich auf den letzten Gegenangriff vor. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Die Schlacht ist ein
reines Durcheinander, glaube ich. Ich weiß schon, wenn das jemand sieht, ich weiß schon, der wird gleich wieder 20 Verbesserungsvorschläge geben, was ich alles falsch gemacht habe. Oh Mann, ey. Ich fand das, ach nee, am Anfang dachte ich, es läuft gut, aber dann haben die immer Verstärkung gekriegt und jetzt ist da so ein Durcheinander. Ist jetzt die linke Flanke oder die linke Seite ist noch nicht so weit, wie sie sein sollte. Ich werde erstmal einen Break machen und ich glaube, ich mache nochmal einen Kaffee und dann sehen wir uns weiter bei der nächsten Schlacht auf Gaines Mill oder Gaines Mühle, whatever. Haut rein, bis dann, ciao.